Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, diesmal haben wir ein dickes Paket am Start, es könnte ein bisschen länger brauchen. Und deswegen möchte ich ohne Umschweife anfangen. Wir haben zwei Sendungen, eine von der Yugi Kitty, das ist eine Spende, und das andere von dem Creepfan, das habe ich für ungefähr 25 Euro gekauft, Pi mal Daumen. Habe ich zusammengeworfen, weil es thematisch dasselbe ist. Und zwar geht es hier um Karten aus Spirit Warriors. Hier hat uns die liebe Yugi Kitty einfach alles gespendet, was sie nicht brauchen konnte, was eigentlich wirklich fast nur Six Samurai Stuff ist und alles Super Rares, bis auf diese hier. Das ist der Reprint des legendären Sechs Samurai Shien. In Secret, das war hier die einzige Secret, die dabei war. Der Rest besteht aus Super Rares. Gucken wir uns mal an, was sie uns da denn geschickt hat. Da haben wir ein wolkiges Witterungsgemälde, die Witterungsmaler, ja. Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so toll, die Dinger. Außer halt die, das Link-Monster, von dem ich leider keins habe, weder in der einen Sendung noch in der anderen. Dann verschneites Witterungsgemälde. Dann magische Muskete Desperado. Die magischen Musketiere finde ich richtig cool vom Design her. Da kommen wir dann auch später noch dazu. Dann legendäre 6 Samurai Shinai. Dann haben wir mit dem Rücken zur Wand. Auch ein sehr schönes Design. Six Samurai ist halt ein altes Thema, ne? Mit vielen Reprints auch. Dann Shins Dojo. Dann haben wir Schatten der 6 Samurai Shien. Nochmal Schatten der 6 Samurai Shien und nochmal Schatten der 6 Samurai Shien. Dann die Eisenschrott-Vogelscheuche, die hier absolut random drin ist, aus der 5Ds-Zeit. Ist eine richtig schöne Karte, auch vom Design her. Haben wir auch zweimal. Dann haben wir die legendären 6 Samurai Kageki. Ich persönlich fand die legendären 6 Samurai jetzt nie so hundertprozentig interessant vom Design her. Sie sind jetzt nicht unbedingt hässlich, ja, da schau gleich zweimal. Aber sie sind halt auch nicht der optische Burner. Dann haben wir Photonenschleier, auch ziemlich random. Gab es die nicht auch in Ulti? Ich glaube, die gab es in Ulti, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die gab es in Ulti, ne? Ich weiß bloß nicht mehr, aus welchem Originalset die zwar. Genau. Nochmal Photonenschleier, ich glaube, von denen habe ich am meisten hier drin. Ein drittes Mal und ein viertes Mal, genau viermal. Dann Eisenschrott-Statue, finde ich auch eine sehr, sehr schöne Karte vom Design her. Also echt geil. Man gebe sich allein dieses Szenario, dieser Drache, dieser Sternenstoppdrache aus Metall. Und da hinten im Horizont geht die Sonne unter, das ist richtig geil. Ohne Witz, das ist einfach richtig geil designt, diese Karte. Und das in Super Rare sieht einfach extrem geil aus. Super oder Ultra wäre auch tatsächlich die Seltenheit für die Karte, die Seltenheitsstufe, wo das wirklich schön auch rüberkommt, wegen dem schillernden Effekt. Ulti und Secret nicht mal so. Dann haben wir nochmal eine und nochmal eine. Dann Shiens Berater, die kennen wir natürlich auch aus anderen Sets. Haben wir hier auch mehrmals, ich glaube auch viermal gleich, genau. Dann Kampfwachengeheul, warum die Karte hier geprintet wurde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde sie jetzt auch optisch nicht sehr ansprechend, muss ich sagen. Gibt es wesentlich schönere Karten, weiß nicht. Gefällt mir vom Design her eigentlich überhaupt nicht, die Karte. Haben wir natürlich auch mehrfach hier drin. Auch viermal. Dann haben wir Portal der 6. Auch richtig cool. Die Karte war ja wohl mal relativ beliebt. War, glaube ich, auch mal verboten. Scheint wohl eine relativ starke Karte aus dem Set zu sein. Oder von dem 6 Samurai-Thema. Auch die haben wir hier als Playset drin. Dann Wundersame Ankunft. Haben wir zweimal, genau. Dann legendäre 6 Samurai Kizan. Den finde ich jetzt optisch relativ cool sogar. Der gefällt mir. Auch im Background schön düster. Ist echt cool. So muss das sein. Den gab es vorher, glaube ich, nur als Kamen. Dann 6 Samurai vereint. Auch die Karte ist optisch recht ansprechend. Shiens Rauchzeichen, die gab es, glaube ich, aus einem Starterdeck schon mal in Super Rare. Allerdings unterscheide ich jetzt natürlich wieder, weil jetzt hier auch oben das Emblem schillert. Das heißt, alles, was jetzt gereprintet wird, muss ich nochmal sammeln. Richtig schlimm. Weiß nicht, was haltet ihr eigentlich davon, dass jetzt die ganzen Attribute und auch die Sterne und Stufen und so weiter glitzern? Findet ihr das gut? Ich finde das bei manchen Karten finde ich es gut, bei manchen finde ich es richtig störend, ne? Hand der 6 Samurai. Haben wir auch noch zweimal. Und lockendes Licht. Sowie, und das ist eine richtig schöne Zauberkarte, gefällt mir sehr gut. Meine Lieblingszauber-Fallenkarte der Musketiere. Magische Muskete, ruhige Hände. Einfach mal wieder ein Monster, das wirklich groß hier abgebildet ist. Ja, auch wenn es kein Monster ist, sondern halt eine Zauberkarte, aber mir gefällt das einfach vom Design her. So muss das sein, dahin will ich zurück. Und zu guter Letzt magisches Musketier, Kid Brave.
Ja, magische Musketiere sehen einfach gut aus. Jetzt kommen wir zu dem, was uns der liebe Creepfan geschickt hat. Das ist natürlich jetzt von den Karten um einiges vielfältiger. Ich fange mit den Secret Rares an. Das sind jetzt alles die Secret Rares. Da haben wir hier die schönste Karte aus dem Set, meiner Meinung nach, nämlich magisches Musketier Zakiel. Den haben wir hier gleich zweimal. Ich weiß jetzt nicht, was der geht. Der wird wohl nicht sehr teuer sein, aber es ist einfach eine ultra geile Karte. Ja, sie erinnert einfach, sie ist einfach so geil, ohne Witz, einfach nur geil. Ich finde diese Karte so nice. Ey, da haben sie sich echt selber übertroffen beim Designen. Also, muss ich schon sagen, richtig geil. Echt nice. Also, das ist meine absolute Lieblingskarte aus dem Set. Finde ich mega, mega nice und davon kann ich gerne noch mehr ranholen. Also, habe ich auch vor. Witterungsmaler Donner. Ja, die Witterungsmaler finde ich jetzt nicht so übertrieben cool, außer halt die Link-Monster-Karte. Dann, das ist, glaube ich, eine etwas teure. Die geht, glaube ich, 10 Euro. Das ist magische Musketiere Starfire. Natürlich auch eine sehr, sehr schöne Karte. Gefällt mir auch extrem gut. Auch sehr schön designt. Das Monster ist schön groß. Im Gegensatz zum Hintergrund. Es dominiert das Bild und so muss das sein. Dann haben wir magische Muskete Letztes Gefecht. Auch das eine sehr schöne Fallenkarte. Sieht echt geil aus. Auch das Monster, das hier drauf ist, ist ja hier als Super Ram mit drin. Auch mega fett. Magische Muskete, Überkreuz, überheblich, in die Überlegenheit. Auch das ist wieder richtig cool. Also ich muss sagen, die haben auch diesmal, was die Zauber- und Feindkarten angeht, haben sie sich echt selbst übertroffen. Also das ist zwar ein Only Holo-Set, wo fast kein Wert rauszuschlagen ist, aber es ist halt einfach geil Design. Das ist was fürs Auge, etwas für Sammler. Auch hier magische Muskete, tanzende Nadel, sieht auch extrem geil aus. Könnte man auch als alternatives Artwork für das Monster an sich nehmen, für Starfire. Richtig schön. Dann donnerndes Witterungsgemälde. Ja, das ist jetzt halt wieder so eine Karte. Ne? Das ist jetzt eigentlich auch fast schon wieder so ein alternatives Artwork zum Witterungsmaler Donner. Ja, ist jetzt nicht hässlich. Ist jetzt nicht hässlich, nein. Aber es gibt bessere, sagen wir es mal so. Dann haben wir geheime Fähigkeiten der 6 Samurai. Das ist auch eine sehr schöne Karte, muss ich sagen. Dann haben wir nochmal magische Muskete, tanzende Nadel. Dann haben wir nochmal, ich glaube zweimal war es, genau, zweimal der Shien. Da war hier auch nochmal zweimal ein Secret mit drin. Dann geheime 6 Samurai Rihan. Der sieht optisch richtig cool aus. Finde ich cool, dass die mal ein Fusionsmonster bekommen. Natürlich vom Spielerischen her jetzt vielleicht nicht unbedingt relevant. Der soll ja auch relativ schlecht sein, habe ich gehört. Aber mir gefällt er halt einfach vom Optischen her richtig, richtig nice. Also ich find ihn echt cool. Finde ihn echt cool. Der ist gut geworden. Der ist gut designt. Dann haben wir geheime 6 Samurai Fuma. Auch der sieht recht cool aus, muss ich sagen. Auch ein sehr schönes Design. Dann Witterungsmalerin Schnee. Witterungsmaler Wolke. Haben wir gleich zweimal. Geheime 6 Samurai Doji. Den haben wir ebenfalls zweimal. Dann geheime 6 Samurai Kizaru. Den finde ich jetzt vom Optischen auch wieder sehr schön. Der hat hier dieses komische Samurai-Äffchen oder was das da ist. Den hat er mit drauf. Finde ich richtig nice, richtig cool. Ist ein schönes Design. Ist wirklich ein schönes Design bei der Karte. Den haben wir hier auch zweimal. Dann haben wir Witterungsmalerin Polarlicht. Die ist jetzt gar nicht mal so schlimm, die finde ich gar nicht mal so hässlich. Die Karten sind halt wieder gebannt, wie immer. Aber durch meine Toploader wird das alles wieder gerade. Und dann haben wir nochmal ein donnerndes Witterungsgemälde. Das waren die Secrets, jetzt kommen wir zu den Supers. Das ist auch nochmal ein ordentlicher Stapel. Das ist nämlich dieser Stapel hier. Den blättern wir jetzt aber ein bisschen schneller durch. Shien's Dojo haben wir hier, zweimal. Dann haben wir sonniges Witterungsgemälde, finde ich von der Optik her sogar sehr schön die Karte, gefällt mir gut. Ist mal ein bisschen abwechslungsreich, so habe ich ein Artwork auch noch nie gesehen für eine Yu-Gi-Oh! Karte. Das ist wirklich innovativ, gefällt mir sehr gut. Haben wir hier auch zweimal. Dann haben wir hier Sternzeichengürtel, den haben wir auch zweimal. Dann verschneites Witterungsgemälde, ebenfalls zweimal. Wolkiges Witterungsgemälde. Haben wir hier das Playset, genau. Dann hier sehr schöne Karte, die mir optisch sehr gut gefällt, ist die Askese der 6 Samurai. Auch eine sehr, sehr schöne Zauberkarte. Sieht extrem nice aus. Wäre auch als Secret gut gewesen. Als Ultimate würde sie wahrscheinlich auch extrem nice aussehen. Und sogar als Ghost könnte ich sie mir vorstellen. Super Rare ist natürlich auch okay. Allerdings finde ich, dass die Rarität dann doch noch ein bisschen zu niedrig für das Design der Karte ist. Haben wir hier 1, 2. Genau, dann haben wir hier wieder die ruhigen Hände. Die haben wir auch zweimal hier dabei. Genau. Dann haben wir die 6 Shinobi. Auch dreimal. Nochmal die Eisenschrottvogelscheuche. Eisenschrottstatue war es, genau. Auch dreimal. Dann die Eisenschrottvogelscheuche zweimal. Dann haben wir das Kampfwachengeheul wieder dreimal. Lockendes Licht kennen wir auch aus der Legendary Collection damals. Dann haben wir magische Muskete des Perrado.
auch eine coole Feindkarte, allerdings eine der weniger coolen von den Musketieren, sage ich jetzt mal. Da gibt es bessere. Haben wir hier auch dreimal dabei sogar. Dann haben wir mit dem Rücken zur Wand. Haben wir eins, zweimal, genau. Rückkehr der sechs Samurai. Ist hier auch zweimal mit drin. Dann Technik des zweischneidigen Schwertes. Haben wir als Playset. Dann haben wir magische Muskete, Unterweltler-Abkommen. Die sieht wieder sehr cool aus, die Karte. Extrem nice geworden. Passt auch für Super Rare. Hat auch in Kamen gut gepasst. Sehr schön. Auch als Playset. Dann haben wir Polarleuchten des Witterungsgemälde. Ja, das ist optisch halt ein bisschen zu wässrig, finde ich. Dann Wundersame Ankunft. Haben wir einmal. Dann Musakani Magatama. Das ist jetzt ein Reprint, glaube ich. Die Karte gibt es schon länger. Ist aber eine sehr, sehr schöne Karte. Sehr, sehr schönes Artwork. Einfach mal wieder irgendein Anhänger oder sowas. Ne? Das, was mir auch gefehlt hat, diese Schlichtheit der Artworks. Dass man einfach der Karte einen komischen Namen gibt. Und es ist dann halt einfach ein Schwert oder eine Axt oder so. Irgendwie eine Ausrüstungszauberkarte. Das ist jetzt hier eine Feinkarte, aber ihr wisst, was ich meine. Das hat mir gefehlt und freut mich, dass die hier ein Reprint bekommen hat. Dass das hier nochmal aufleben durfte, sage ich mal. Finde ich cool. Da würde ich auch zumindest teilweise gerne mal wieder hinwollen. Einfach mal so für die Sammler auch, vielleicht. Dann haben wir Großmeister der sechs Samurai. Dann haben wir hier dreimal. Dann legendäre sechs Samurai Kizan, mal wieder, zweimal. Hier magischer Musketier Wild. Finde ich richtig cool. Der sieht richtig krass aus, richtig krank. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Heftig, guckt euch mal die Bewaffnung an. Der könnte einen Krieg alleine gewinnen. Nee, richtig heftig. Also den finde ich von der Optik her richtig geil. Den würde ich auch in Ultimate gerne mal sehen oder so. Also richtig schön. Erinnert vom Design her ein bisschen so an GX von der Zeit her. Oder an die Anfänge von Saxon möglicherweise auch. Dann haben wir magisches Musketier Calamity. Sieht auch cool aus. Gibt allerdings schönere Monster aus dem Genre, sag ich mal. Da haben wir hier zwei Stück. Dann haben wir Sheens Berater zweimal. Natürlich ein Hornes zweimal. Dann die Hand der sechs Samurai. Was Playset. Dann legendäre 6 Samurai Mitsuho. Auch das ist eine sehr coole Karte. Haben wir hier auch zweimal. Dann magisches Musketier Kid Brave. Hatten wir vorher auch schon bei der Spende. Auch richtig cool. Haben wir hier zweimal. Dann legendäre 6 Samurai Shinai. Genau, haben wir hier als Playset. Dann hier auch eine Karte, die ich sehr, sehr cool finde. Magischer Musketier Doc. Richtig cool mit der Sniper und dieser Zombie Hand oder was das ist. Richtig schön designt, auch richtig cool. Finde ich echt geil. Ist, glaube ich, auch der, der auf der Zauberkarte abgebildet ist. Den haben wir hier auch direkt als Playset. Dann haben wir Witterungsmalerin Regen als Playset. Legendäre 6 Samurai Kagiki. Müssen wir auch ein paar Mal haben. Genau, auch als Playset. Dann hier Geheime 6 Samurai Genba. Den finde ich auch vom Design her sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr cool. Hier auch als Playset. Dann nochmal Schatten der 6 Samurai Shien, ebenfalls als Playset. Photonenschleier haben wir hier auch nochmal zweimal. Shiens Rauchzeichen als Playset. Portal der 6 haben wir hier einmal. Dann regnerisches Witterungsgemälde auch zweimal. Und zu guter Letzt die 6 Samurai vereint. Ja, das war jetzt sozusagen ein Display-Opening, nur ohne Display. Sehr, sehr cool, sehr, sehr schön, gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut, dass die jetzt endlich mal hier sind. Vor allem hier, tun wir es mal oben hin. Richtig geil. Ja, wenn hier nochmal ein Dankeschön auch an die liebe Yugi-Kitty. Ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung. Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr natürlich ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen, Feedback da lassen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge Neuzugänge, wann auch immer die ist. Ich dürfte jetzt so nichts mehr da haben. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.